Vor 38 Jahren habe ich über einen Freund aus Kindertagen gesprochen, Arthur Patton, der jung starb. Zuerst möchte ich Ihnen von Arthur erzählen. Er hatte blondes, lockiges Haar und ein Lächeln, das von einem Ohr bis zum anderen reichte. Er war größer als alle anderen in der Klasse. Das war wohl der Grund, weshalb Arthur 1940, als der große Konflikt, der zum Zweiten Weltkrieg werden sollte und sich über den Großteil Europas erstreckte, die Rekrutierungsoffiziere zum Narren halten und sich im zarten Alter von 15 Jahren zur Marine melden konnte. Für Arthur und die meisten Jungen war der Krieg ein großes Abenteuer. Arthurs Mutter war sehr stolz auf den blauen Stern, der ihr Wohnzimmerfenster schmückte. Er zeigte allen Vorbeigehenden, dass ihr Sohn die Uniform des Landes trug und im aktiven Dienst war. Wenn ich an ihrem Haus vorbeiging, öffnete sie oft die Tür und bat mich herein, wenn wieder ein neuer Brief von Arthur gekommen war. Im März 1944, der Krieg war mittlerweile ausgebrochen, als das Schiff vor Saipan im Südpazifik lag, wurde es angegriffen. Arthur war einer derjenigen an Bord, die auf See verschollen sind. Der blaue Stern wurde von seinem Ehrenplatz am vorderen Fenster des Hauses der Familie Patton entfernt. An seine Stelle kam ein goldener Stern, der anzeigte, dass derjenige, für den der blaue Stern gestanden hatte, im Kampf gefallen war. Ein Licht erlosch im Leben von Mrs. Patton. Ich hatte ein Gebet im Herzen, als ich den vertrauten Weg zum Haus der Familie Patton ging und mich fragte, welche tröstlichen Worte wohl von den Lippen eines einfachen Jungen kommen könnten. Die Tür öffnete sich und Mrs. Patton umarmte mich, wie sie ihren Sohn umarmt hätte. Das Zuhause wurde zu einem Gotteshaus, als die Mutter untröstlich und ein mehr als unzulänglicher Junge zum Gebet niederknieten. Als wir uns von den Knien erhoben, blickte mir Mrs. Patton in die Augen und sagte, »Tommy, ich gehöre keiner Kirche an, aber du, sag mir, wird Arthur wieder leben?« Arthur Patton starb schnell. Bei anderen zieht sich das Sterben hin. Wir wissen durch das offenbarte Wort Gottes, dass der Geist eines jeden Menschen, sobald er aus diesem sterblichen Leib geschieden ist, zu dem Gott heimgeführt wird, der ihm das Leben gegeben hat. Ich gab Mrs. Patton mein persönliches Zeugnis als besonderer Zeuge und sagte ihr, dass Gott, unser Vater, von ihr wüsste und dass sie durch aufrichtiges Gebet mit ihm sprechen könne, dass auch er einen Sohn hatte, der gestorben ist, Jesus Christus, den Herrn, dass dieser unser Mittler beim Vater sei, der Fürst des Friedens, unser Erretter und göttlicher Erlöser, und dass wir ihn eines Tages von Angesicht zu Angesicht sehen.